Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch meine Lieblingsdroge vorstellen, der ich so verfallen bin, dass ich sie überall mitnehme, selbst wenn ich auf Reisen bin. Die gängigen legalen Drogen, die sogenannten Volksdrogen, haben mich in meinem ganzen Leben noch nie großartig angezogen. Weder Tabak, noch Alkohol, noch Kaffee. Mir hat es einfach nicht geschmeckt. Und mit der Wirkung im Körper konnte ich auch nicht viel anfangen. Aber im heutigen Video stelle ich euch meine absolute Lieblingsdroge vor, die mir total gut schmeckt und die auch einen sehr, sehr angenehmen und vitalisierenden Effekt auf meinen Körper hat. Seit knapp 2 Jahren konsumiere ich regelmäßig Grassaftpulver, ein grünes, sehr chlorophyllhaltiges Pulver, mit dem ich regelmäßig meine Nährstoffdepots auffüllen kann und mit dem ich mich auch regelmäßig vitalisieren kann. Und wisst ihr, was ich bei diesem Pulver ganz genau spüren kann? Die zelluläre Sättigung. Christian Opitz hat schon in seinem Buch Befreite Ernährung von der zellulären Sättigung gesprochen. Er hat es zum Beispiel in einem Kapitel über grüne Smoothies beschrieben, was zelluläre Sättigung bedeutet, beziehungsweise was eine zelluläre Unterversorgung für den Körper bedeutet. In einem Zustand zellulärer Unterernährung kann der Körper gar nicht wissen, was ihm gut tut. Zelluläre Unterernährung, die bei einer totalen Überversorgung an Kalorien existieren kann und nichts mit Unterernährung im herkömmlichen Sinne zu tun hat, ist eine Art von Trauma für unseren Körper. Christian Opitz beschreibt weiterhin in seinem Buch, dass zelluläre Unterernährung traumatisch ist, weil Kalorien zugeführt werden ohne die entsprechenden natürlichen Vitalstoffe wie Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Phytosubstanzen, Enzyme und so weiter und ohne die Lebensenergie, die in frischer, lebendiger Nahrung enthalten ist. Zelluläre Unterernährung ist traumatisch, weil der Körper permanent improvisieren und kompensieren muss, um irgendwie einen halbwegs funktionierenden Stoffwechsel hinzubekommen. Zelluläre Unterernährung ist traumatisch, weil unnatürliche Nahrung darüber hinaus eine gewaltige Menge an artfremden Substanzen enthält, die zu einer permanenten entzündlichen Stoffwechsellage führen, toxisch belasten und mit großem Aufwand des Immunsystems und anderer Funktionen davon abgehalten werden muss, zu großen Schaden zuzufügen. Um der zellulären Unterernährung entgegenzuwirken, konsumiere ich verschiedene nährstoffreiche Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel Wildpflanzen, Sprossen, Mikroalgen wie Chlorella und Spirulina und auch dieses Grassaftpulver, was ich euch heute in diesem Video vorstelle. Dieses Grassaftpulver ist ein Nährstoffkonzentrat und besteht aus Saftpulver aus Kamut und Gerste. Als ich mich mit gesunder Ernährung, mit der Rohkosternährung beschäftigt habe, bin ich irgendwann über Weizengraspulver und Gerstengraspulver gestolpert, habe die auch mal eine Weile konsumiert, habe aber keinen vitalisierenden Effekt gespürt, wie jetzt bei diesem Grassaftpulver aus Kamut und Gerste. Das liegt vor allem auch daran, dass die Gräser eine harte Zellstruktur haben, die wir nicht verdauen können. Also wir können diese Nährstoffe aus dem Gras nicht so herausziehen, wie es zum Beispiel Kühe können oder andere Wiederkäuer. Also für uns ist es wichtig, dass diese harte Zellstruktur aufgebrochen wird. Und bei diesem Grassaftpulver werden die Gräser geerntet, entsaftet und dann wird dieses Pulver schonend in Rohkostqualität getrocknet. Grassaftpulver hat demzufolge den Vorteil, dass der Körper sofort über die Nährstoffe verfügen kann, ohne groß Verdauungsaufwand zu betreiben, wie es eben beim Weizengras- oder Gerstengraspulver der Fall ist. Der Grassaft ist also ein Nährstoffkonzentrat, welches aus dem gepressten Saft von biologisch angebauten Kamut- und Gerstengräsern gewonnen wird. Und zu dieser hohen Nährstoffkonzentration, weil es eben ein gepresster Saft ist und die Pflanzenfasern fehlen, kommt noch hinzu, dass diese Gräser, also die Kamut- und Gerstengräser, für diesen Grassaft auf mineralstoffreichen Vulkanböden wachsen. Und die Wurzeln gehen tief in die Erde hinein und ziehen die ganzen Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Boden und diese befinden sich dann auch in diesem Saft. Das ist auch der Vorteil. Wenn wir in unserer Küche
Gräser ziehen. Dann haben wir dafür eine Anzuchtschale. 5 cm davon sind mit Erde bedeckt. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, die Gräser wachsen so 10 bis 14 Tage. Die können ihre Wurzeln nicht tief in die Erde schlagen und da die ganzen Mineralstoffe und Spurenelemente oder die Nährstoffe aus dem Boden holen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass so ein Grassaftpulver aus Gräsern, die auf Vulkanböden wachsen, viel nährstoffreicher sind, ein viel höheres Nährstoffspektrum haben als unsere Gräser, die wir bei uns in der Küche ziehen. Also wer die Möglichkeit hat, sollte doch am besten solche Gräser im Garten oder im Freiland anbauen. Im Winter bietet sich das natürlich hier in unserer Region nicht an. Dann greife ich auch auf Anzuchtschalen zurück und ziehe in meiner Küche Gräser wie Gerste, Kamut und Hafer. Von Frühjahr bis Herbst ernte ich auch gern Wiesengras, also wildes Süßgras, und presse mir daraus Säfte, aber auch immer in Kombination mit diesem Grassaftpulver, weil ich einfach diesen Geschmack lieben gelernt habe. Manchmal ist es sogar so, dass ich das Grassaftpulver gerade in stressigen Phasen einfach so löffel, einfach mal 2-3 Esslöffel und Wasser hinterher trinke, weil ich einfach diesen Geschmack lieben gelernt habe. Das ist meine Lieblingsdroge, die ich auch gern auf Reisen immer mit im Gepäck habe. Das Grassaftpulver ist reich an Chlorophyll, Mineralstoffen, vor allem Magnesium und Calcium, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen, Vitamine, vor allem C, B und K, Antioxidantien, alle essentiellen Aminosäuren und Enzymen. Ihr könnt hier auch sehr gut die dunkle Farbe des Pulvers erkennen. Das bedeutet, dass hier wirklich eine große Menge an Chlorophyll enthalten ist. Und durch den großen Anteil an Chlorophyll hat dieses Pulver auch eine entgiftende Wirkung. Chlorophyll kann man auch als das grüne Blut der Pflanzen bezeichnen. Und viele wissen gar nicht, dass dieses grüne Blut, dieses Chlorophyll, fast identisch aufgebaut wie unser rotes Blut, also das Hämoglobin. Der einzige Unterschied besteht eigentlich darin, dass beim Chlorophyll im Zentrum sich ein Magnesiumatom befindet und beim Hämoglobin ein Eisenatom. Zudem enthält dieses Grassaftpulver auch Bitterstoffe, die sehr harmonisierend auf Leber, Magen und Darm wirken können, also die Gesundheit von Leber, Magen und Darm unterstützen. Bitterstoffe wirken zudem auch harmonisierend auf Heißhungerattacken, Gelüste auf Süßes und unnormalem Hungergefühl. Es ist zum Beispiel für den Muskelaufbau geeignet, da dieses Pulver das gesamte Aminosäurespektrum enthält. Im Grassaftpulver ist Bor enthalten, was sehr wichtig ist für Gelenke, Zähne, Knochen und unsere Psyche. Dieses Grassaftpulver sorgt für mehr Energie und Lebenslust, fördert einen erholsamen tiefen Schlaf, kann auch die Leber bei der Entgiftung unterstützen und ist nährstoffreicher als Biogemüse, da diese Gräser eben auf sehr nährstoffreichem Boden, also auf Vulkanboden, wachsen. Außerdem entgiften sie sanft und füllen unsere Nährstoffdepots wieder auf. Für 1 Kilo Grassaftpulver werden 33 Kilo frische Süßgräser, in dem Fall Kamut und Gerste, benötigt. Die Gräser für diesen Saft werden schonend gepresst und unter einem Vakuum getrocknet. Dabei soll die Temperatur niemals 31 Grad überschreiten. Wie nimmt man dieses Grassaftpulver ein? Also am besten vermischt man es mit Wasser. Auf 400 bis 500 Milliliter Wasser gebe ich 1 bis 2 Esslöffel Grassaftpulver. Man kann natürlich auch als Einsteiger erstmal mit viel weniger anfangen. Auf 400, 500 Milliliter einfach erstmal 1 bis 2 Teelöffel und sich dann langsam steigern. In sehr stressigen Situationen kann man bis zu 6 Esslöffel Grassaftpulver am Tag zu sich nehmen und kann damit die Stressmomente abpuffern und gut durch diese stressige Zeit mit diesem Grassaftpulver kommen. Ihr könnt am Anfang dieses Grassaftpulver, wenn es euch zu bitter oder zu ungewohnt schmeckt, nur mit Wasser vermischt, auch mit Kokoswasser vermischen oder mit Obstsäften. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Grassaftpulver zu sich zu nehmen. Ich habe hier noch 2 Varianten mit Wassermelone, was ich vor allem im Sommer sehr schätze. Zum Beispiel kühle ich eine kleine Wassermelone, halbiere sie und bestreue sie mit Grassaftpulver. Das finde ich auch eine sehr geniale Kombination. Oder was ich auch sehr gern mag an heißen Tagen, ich entsafte mir
eine kleine Wassermelone, kühle sie vorher ganz gut, entsafte sie mir. Ich achte auch immer darauf, Wassermelonen mit schwarzen Kernen zu kaufen, keine Hybridfrüchte. Dann entsafte ich diese Wassermelone, meistens mit einer Limette. Und zu diesem frisch gepressten Saft gebe ich dann, je nachdem wie viel Wassermelone ich entsaftet habe, 1 bis 2 Esslöffel Grassaftpulver. Dann mixe ich diesen Saft mit dem Grassaftpulver nur ganz kurz, damit nicht zu viel Sauerstoff eingewirbelt wird. Und es ist wohl auch so, dass Untersuchungen ergeben haben, wenn man Grassaftpulver mixt, dann gehen zu viele negative Ionen verloren. Wer ganz sicher gehen will bei so einer Mischung aus frisch gepresstem Saft und Grassaftpulver, der kann auch einen Schneebesen verwenden. Das vermischt sich dann zwar nicht so schön, aber es ist auch eine Möglichkeit, dass eben nicht so viele negative Ionen verloren gehen. Wenn ich auf Reisen bin, entweder innerhalb von Deutschland oder im südlichen Europa, dann habe ich immer mein Grassaftpulver dabei. Gerade im südlichen Europa ist es im Sommer immer recht heiß und das Wildgrün verdorrt. Und wenn ich dann dieses Grassaftpulver dabei habe, dann kann ich mich auch überall gut mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen und dem wertvollen Chlorophyll versorgen. Gerade wenn ich so im südlichen Europa unterwegs bin, dann esse ich gern reife, also sonnengereifte Früchte und ernähre mich nahezu schleimfrei. Und dann ist so ein Grassaftpulver, dieses grüne Pulver, für mich eine geniale Ergänzung, um mich einfach mit wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Ich treibe ja regelmäßig Sport, auch auf Reisen. Und nach dem Laufen, gerade in der heißen Sonne, eben wenn ich im südlichen Europa unterwegs bin, dann ist es eine totale Wohltat und vitalisiert mich ungemein nach meinem Lauf, 400 bis 500 Milliliter Wasser mit Grassaftpulver zu trinken. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Ich verwende dieses Gemisch aus Wasser und Grassaft auch gern als Basenbad für den Mund. Ich trinke diesen Grassaft in kleinen Schlucken und spüle diesen Grassaft so ein bisschen im Mund herum und ziehe ihn auch ein bisschen durch die Zähne, wie beim Ölziehen mit Kokosöl. Und das ist ein wunderbares Basenbad und sehr erholsam und vitalisierend auch für die Zähne. Dieser Grassaft-Alkalisierer ist meine Droge, die ich immer mit auf Reisen nehme. In meinem Gepäck ist immer so ein großes Glas Grassaft-Alkalisierer dabei. Ich zeige euch jetzt noch kurz, was ich manchmal auch noch an grünen Pulvern im Gepäck habe. Manchmal fülle ich mir auch etwas Silizium Plus in ein Glas ab. Silizium Plus besteht aus Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Bambus. Silizium Plus ist vor allem für Haut und Haare sehr wertvoll und fördert die Gesundheit von Haut und Haare. Ich habe kürzlich ein Video hochgeladen zum Thema Kahlköpfigkeit und graue Haare und da spielte Silizium auch eine wichtige Rolle für die Haargesundheit. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Ich hatte in den letzten 1-2 Jahren auch dieses Pulver mit auf Reisen, 7 Kräuter, da hatte ich mir immer so ein kleines Glas abgefüllt, 7 bittere Kräuter und die werde ich jetzt demnächst erstmal ersetzen durch Wildkräuter pur. Das ist ein neues Produkt von Lebenskraft pur, besteht aus verschiedenen Wildpflanzen. Da ist zum Beispiel Löwenzahn dabei, auch Brennnessel, Spitzwegerich, Bärlauch, Schafgarbe, Gundermann, wirklich tolle Wildkräuter und da braucht man auch nur kleine Mengen und ich schätze ja die Wildkräuter sehr und gerade wenn ich im südlichen Europa unterwegs bin, dann ist es im Sommer ein bisschen schwierig mit frischen Wildkräutern. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich mir so eine getrocknete Variante mitnehmen kann. In den letzten Jahren habe ich dieses Grassaftpulver immer wieder empfohlen. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsprodukt und ich bekomme auch sehr schönes Feedback von den Menschen, die dieses Grassaftpulver auch regelmäßig einnehmen. Natürlich gibt es auch einige dabei, die sagen, boah, das ist aber ganz schön preisintensiv, das kann ich mir ja kaum leisten. Ihr dürft ja nicht vergessen, dieses Grassaftpulver ist ein Nährstoffkonzentrat. Es soll uns einfach zellulär sättigen und mit Nährstoffen versorgen. Es soll ja keine dichte, konzentrierte Mahlzeit ersetzen. Ich gönne mir dieses Grassaftpulver, weil ich einfach meinem Körper etwas Gutes tun möchte und weil ich in den letzten 2 Jahren auch einfach bemerkt habe, wie unglaublich vitalisierend dieses Pulver wirkt, wenn ich es regelmäßig einnehme und ich fühle mich auf zellulärer Ebene sehr gut gesättigt. Bei Lebenskraft pur
wo ich dieses Pulver regelmäßig bestelle, gibt es auch die Möglichkeit von einer Sammelbestellung. Also man kann zum Beispiel bis zu 6 Gläser Grassaftpulver bestellen und bekommt da eine gute, wirklich eine sehr gute Vergünstigung. Ich handhabe das auch immer so. Ich bestelle immer ein 6er-Paket Grassaftpulver und bestelle sozusagen für Freunde mit. Kürzlich habe ich auch unserem lieben Mitbewohner, dem Henry, ein Glas abgegeben und ein, zwei Freunde fragen auch immer, ob ich ihnen ein Glas abgeben kann. Und so bietet sich das natürlich an, so ein hochwertiges Produkt nochmal vergünstigt einzukaufen, wenn man eben in bisschen größeren Mengen einkauft. Ihr findet den Link zu diesem Grassaftpulver unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Was haltet ihr von diesem Grassaftpulver? Habt ihr auch schon Erfahrungen mit Grassaftpulver gemacht? Ich freue mich über eure Erfahrungen, auch über eure Gedanken und Meinungen zu dem Inhalt dieses Videos. Ich wünsche euch jetzt noch eine entspannte Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.